Herzlich willkommen heute hier am Krypto-Sonntag zur Folge 11 unserer Kompaktserie über der Bitcoin-Standard von Saifedean Ammous. Wir behandeln heute das Kapitel 3, nachdem wir uns bereits in den letzten Videos mit den primitiven Geldformen beschäftigt haben, sind wir jetzt im Kapitel 3 angelangt mit den monetären Metallen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Und zwar habe ich hier als ersten Punkt aufgenommen, als wir unseren technischen Fertigkeiten zur Produktion von Gütern immer mehr verbesserten und anfingen, immer mehr Metalle und Rohstoffe zu nutzen, begann zugleich auch die Massenproduktion zahlreicher Metalle, da es hierfür eine starke Nachfrage gab. Dadurch wurden sie hochverkäuflich und auch geeignet für die Verwendung als Geldmedium. Die Produktion von Metallen war anfangs sehr mühsam, weshalb man ihr Angebot nicht ohne weiteres kurzfristig erhöhen konnte. Dies sorgte für eine gute langfristige Verkäuflichkeit dieser Güter. Also da haben wir wieder zu diesem Zeitpunkt ein hartes Geld, was wir ja bereits angesprochen hatten in den vergangenen Videos. Eisen und Kupfer konnten aufgrund ihres relativ hohen Vorkommens in zunehmenden Mengen produziert werden, waren jedoch korrosionsanfällig. Bestehende Lagerbestände wurden durch zusätzliche Produktionsmengen überflüssig und verloren ihren Wert. Seltenere Metalle wie Silber und Gold hingegen waren langlebiger und weniger anfällig für Korrosion, was sie im Laufe der Zeit besser verkäuflich und gut als langfristigen Wertspeicher nutzbar machten. Im nächsten Video am Mittwoch gehen wir weiter nochmal darauf ein, schauen uns dann auch noch die weitere Vorgehensweise an, was es damit auf sich hatte. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Tschüss.